und Wölfe. Amazone voraus. Wird gemacht. So, alles einsacken. Ich mach das schon. Müssen wir mal Rulana wieder vorgehen? Mann, das ist so schwierig, ist ein Bären zu sammeln, ey. In Ordnung. Hinter mir bleiben. Okay, Wirselkraut. Zweimal Müllmond noch da drüben. Das sollten wir auch einsammeln. Wird gemacht. Holen wir uns noch das Gullmord hier. Und ansonsten sind hier noch ein paar Hirsche und das war's. Ja, Gullmord klappt einfacher. Oh, da ist eine Truhe. Das ist ja interessant, dass hier einfach in der Pampa eine Truhe hinter dem Baum steht. Das ist sogar sehr praktisch. Jetzt habe ich ein Holzschild. Ja, Waffenboni. Aber wir haben jetzt eine zweite Parade auf jeden Fall. Mit Schild sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Auch wenn ein Zwerg mit Schwert und Schild ein bisschen komisch aussieht, aber wir haben das Schwert gewonnen, also haben wir uns gedacht, wir lernen das auch. Reise fortsetzen, so. Und benutzen das Schwert dann auch. So, Ferdok Preios Platz. Einen Augenblick. Haltet ein. Ja. Was gibt es denn dran noch? Wie es aussieht, werden die Tore von der Stadtgarde bewacht. Ja, und? Ich verstehe nicht. Wir haben die Sache mit dem Diadem doch geklärt. Ja, das ist so. Vor einiger Zeit gab es eine schrecklich dumme Verwechslung
zwischen mir und einem Hochstapler namens Danor. Seither bin ich in Ferdok gesucht. Ich kann auch immer nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte. Wahrscheinlich, weil du selbst was gestohlen hattest. Das sagt ihr mir erst jetzt? Ich wollte euch nicht mit unnötigen Einzelheiten belasten. Irgendwie komme ich schon ungesehen in die Stadt. Viele Wege führen zum Ziel, wenn man die nötige Übung hat. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn ihr so zuversichtlich seid. Unbesorgt. Wir treffen uns in der Grafenstadt am großen Platz. Lasst mich also nicht zu lange warten. Und du, Rulana, versuche mich nicht allzu sehr zu vermissen. Auch wenn mein Herz einer anderen gehört, werde ich dein zartes, einfühlsames Wesen nie vergessen. Sehr zart und einfühlsam. Verschwinde, du halbes Hemd, sonst mache ich dir Beine. Ja. Adieu. Bis später in der Grafenstadt. Macht euch keine Sorgen. Bis dann. Eine schmackhafte Delikatesse. Dieser Gallo wird das Päckchen nie von mir bekommen, ja. Den sehen wir nie wieder, außer im Gefängnis. Gut, stecken wir die Waffen mal weg. Und ja, wir müssen ihn wiederfinden, weil er hat Zeug. Halt! Ich kann euch nicht passieren lassen, wenn ihr keine schriftliche Genehmigung vorzuweisen habt. Zöndernand und Arbestreu hat mir einen Passierschein ausgestellt. Hier seht selbst. Gut, scheint in Ordnung zu sein. Ich werde euch in die Liste der vertrauenswürdigen Personen eintragen. Dann benötigt ihr den Passierschein nicht mehr. Ihr müsst verstehen, in Ferdok hat sich eine Reihe grausamer Verbrechen ereignet. Alle, die die Stadttour passieren wollen, werden streng kontrolliert. Das erklärt die Schwierigkeiten, die ich auf meinem Weg hierher hatte. Ich bitte Einladung eines guten Freundes gefolgt, um ihn hier zu besuchen. Ich kenne den Weg zu ihm jedoch nicht genau. Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Ardo von Eberstamm ist sein Name. Mal sehen. Hat euer Freund in seiner Einladung eine Örtlichkeit benannt? Sicher, hier in diesem Brief, aber nicht selbst. Aber am Piusplatz, das ist nicht weit weg von hier. Geht dort drüben die Brücke und folgt dann dem Weg hinauf. Dieser bringt euch direkt zum Priusplatz. Dürfte ich euch noch etwas fragen? Jetzt unbedingt sein muss, ich bin dienstlich eigentlich nicht gestattet. Worum geht es? Ihr sagtet etwas über eine Reihe von Verbrechen. Was genau ist vorgefallen? Ihr seid ja ganz schön neugierig, aber wer weiß, am Ende seid ihr das nächste Opfer und dann heißt es noch, der alte Gorbringer hätte euch nicht gewarnt. Es ist so, seit einiger Zeit wird der Frieden im Pferd durch fürchterliche Mörder erschüttert. An den Ermittlungen zum ersten Mordfall war ich sogar selbst beteiligt. Nachdem wir jedoch nicht gleich einen Schuldigen ermitteln konnten, wurde ich vom Obergard des Taschmann zum Wachdienst verdorrt. Jetzt darf ich verärgerte Gesichter und unleserliches Gekritzel auf Papierfetzen kontrollieren. Dann bin ich jetzt gewarnt. Hab Dank. Ich ziehe nun weiter zum Priusplatz. Mein alter Freund wartet sich hier schon. Das ist ja eine finstere Geschichte. Erzählt mir mehr darüber. Ah, da gibt es nicht viel zu erzählen. Tag ein, Tag aus, dasselbe Leier. Halt, ich kann euch nicht passieren lassen und so weiter und so weiter. Und dann diese Unfreundlichkeit der Leute. Schrecklich, sag ich euch. Gerade neulich erst da. Ich meinte eigentlich die Morde. Oh, hey, natürlich. Diese monotone Arbeit hinterlässt ihre Spuren. Verzeiht bitte. Nun ja, zu diesen Morden ist es das im Grunde schon alles gewesen, was ich weiß. Kurz bevor ich den Posten hier besetzen musste, gab es einen zweiten Mord. Doch viel habe ich davon nicht mitbekommen. Wenn ich wenigstens am Haupttordienst machen könnte, dort erfährt man alle interessanten Dinge. Aber hier kann man höchstens den Bauarbeitern an der Gesindekirche zuschauen. Dürft ihr euch noch etwas fragen? Ja. Ihr habt etwas von einer im Bau befindlichen Gesindekirche erzählt. Wo genau finde ich sie denn? Ich würde das Bauwerk gerne einmal besichtigen. Geht ein paar Schritte weiter. Rechter Hand werdet ihr sie dann erblicken. Also ja, hier draußen tummeln sich Hausschweine und Hühner. Hier ist eine Handwerksbank. Ein Werkbankhuhn ist hier auch. Und irgendwo da oben ist ein Stadtgardist, zu dem wir müssen. Ja, da hat sie recht. Und ja, hier laufen Städter rum. Der Knüppel ist zum Verkaufen. Einladung eines alten Freundes. Geht zum Haus deines Freundes. Eine Stadtwache war so freundlich, mir den Weg zu Ardos Haus zu erklären. Vom Stadttor aus, durch das ich in die Stadt kam, über die Brücke den Weg hinauf. Und schon bin ich am Priusplatz und kann endlich mal
bei einem guten Krug Bier und einem deftigen Essen mit Ardo über alte Zeiten plaudern. Diese Morde und auch dieses schlechte Wetter. Brr, man sollte deshalb daheim bleiben. Die Drachenqueste? Okay. Crema Rappelbusch. Ja, die zwei streiten. Und das hier wird wohl der neue Hesinde-Tempel sein. Wir können einmal um den Tempel herumgehen. Und Kisten hier einschlagen. Eine Kiste könnte man auch einfach aufmachen. Oh, Ulmholz. Ja, Baustelle. Und eine Gittertür, die wir nicht öffnen können, die wahrscheinlich ja in den Wachturm hier führt. Oder wahrscheinlich in den Zollturm, weil wir sind hier nah am Fluss. Aber ja, wie gesagt, wir sollten erst einmal durch die Stadt laufen zu Ardo. Die Leute hier erst einmal ignorieren. Also hier ist ein Alchemietisch und ein Labor. Ah, die Einbeeren, die wollte ich noch mitnehmen. Ein Bärenführer. Tanzbär Zotel. Ich nehme die Sache in die Hand. Schon geschehen. Hey, endlich mal Einbeeren. Mal wieder rostige Nägel und schimmlige Äpfel. Der Apfel ist nicht mehr ganz frisch, ja. Okay, das hier sieht nicht gut aus. Du da, Pöbel! Scher dich gefälligst zur Seite, wenn Kastan Wagnitz seines Weges kommt. Verzeiht, edle Herren. Ich wollte nicht. Mach endlich Platz und belästige uns nicht mit deinem fauligen Atem. Verschwinde! Wie muss ich dir ins Beine machen? Dieses Gesocks. Selbst die Gosse ist für solchen Abschaum noch zu gut. Schon gut, Ferio. Ich bin sicher, er hat seine Lektion gelernt. Ihr habt ja recht, Kastan. Aber diese dummen Bauern, die einfach nicht wissen, wen sie vor sich haben, lassen mich immer meine Beherrschung verlieren. Ja, der will nicht mit uns sprechen, der will auch nicht mit uns sprechen. Erinnert mich ein bisschen an den Baron aus dem am Fluss der Zeit. So, gucken wir noch, dass wir am Praios-Platz ankommen. Ja, Fertocker Stadtgardisten, Städter. Schneider. Oh weh, oh weh. Was mache ich nur? Kann mir denn niemand helfen? Wie soll ich ohne meinen Handschmeichler arbeiten? Ach Gott, ein Handschmeichler hat er verloren. Und ja, Brief. Sei mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an... Haus gegenüber dem Tempel, das mit den vielen Spinnweben und der Wache davor. Ja, Praios-Geweihter. Natürlich, am Praios-Platz steht ein Praios-Tempel. Gut. Ich würde sagen, wir speichern hier jetzt. Das ist dann Let's Play 003. Wir haben es endlich nach Ferdok geschafft.
und sehen dann in der nächsten Folge, warum dein Gardist vor Ardos Haus steht. Also, bis gleich.